Im zweiten Spiel standen sich Rapid und Austria gegenüber. Die 53.000 Zuschauer sahen einen temperamentvollen Kampf. Rapid, dunkle Stress. Nach der 34. Minute führt Austria mit 1:0 und wenig später erhöht der glänzend aufgelegte Melchior auf 2:0. Nun setzt Rapid alles ein. Bimbo Binder passt einen Freistoß zu Ströll, der einschießt. Mit 2:1 für Austria geht es in die Pause. Nach der Pause ist Rapid wieder im Angriff, aber es gelingt Melchior für Austria ein drittes Tor zu erzielen. Dann verkürzt Rapid auf 3:2. Das Spiel wird nun schnell und hart. Kurz vor Schluss verhängt der Schiedsrichter einen Elfmeter gegen Rapid wegen Handspiels. Stroh schießt unhaltbar ein. In der vorletzten Minute stellt dann Austria das Ergebnis von 5:2 her. Das Endspiel um den Pokal bestreiten also Admira und Austria. Das diesjährige Pokalendspiel bestritten Wacker und Austria. Hohe Vertreter der Regierung und der alliierten Behörden wohnten dem Spiele bei, das bei tropischer Hitze im Wiener Stadion ausgetragen wurde. Die Mannschaft von Wacker in gestreiften Trikots geht vom Anstoß weg zum Angriff über. Wacker, der Erste in der Wiener Meisterschaft, will auf den Pokal erringen. Das erste Tor schießt Wacker. Noch vor der Pause gleicht Austria durch einen Elfmeter aus. Nach der Pause greift Austria energisch an. Das Spiel steht kurz vor Schluss noch 3:3. Da schießt Hahnemann das siegbringende Tor für Wacker. 30.000 Zuschauer feiern den Pokalsieger. Bundeskanzler Fiegel überreicht der Mannschaft von Wacker den Pokal. Tausende werden jedes Wochenende in den Bann der Ballvirtuosen auf dem grünen Rasen gezogen. Fußball, wie wir es kennen, spielt man in aller Welt. In Europa, Afrika, in Asien, Australien und Südamerika. Der Ball darf von den 10 Feldspielern jeder Partei nur mit dem Fuß fortbewegt werden. Der Tormann darf auch seine Hände benutzen. In England spielt man heute noch, einmal im Jahr, Fußball wie im Mittelalter. Zwei benachbarte Dörfer kämpfen gegeneinander. Regeln gibt es keine. Der Ball wird in der Masse über Straßen, Wiesen, Felder und Bäche ins gegnerische Dorf befördert. Auch die Italiener lassen ihre fußballerische Vergangenheit gerne wieder aufleben. Zwar schon auf einem Spielfeld, aber sauber geht es auch hier nicht zu. Ein runder Ball darf getragen und gekickt werden, der Gegner anscheinend auch.